Deutschland sucht den Superstar, die 21. Staffel im Jahr 2024. Ich reagiere exklusiv hier drauf. Los geht's mit dem Intro. Wir müssen ein bisschen gehypt werden, ja? Gestern wurde die erste Folge ausgestrahlt und ja, heute gibt's hier die Highlights. Birds flying high. You know how you... SDS im Europapark. Wow, die haben einfach Deal mit Europapark gemacht. Fun Fact, ich war ja auch mal bei Pro 7 bei Taff. Das war auch so eine kleine Castingshow. Eine ganz kleine, da war ich in der Jury. Und das haben wir auch im Europapark gedreht. Aber ist ja gut, Fernsehauftritte für die ist ja gut. DSDS 21, ohne Altersgrenze. Ich bin 64 Jahre jung. 81. 92,5. Was? Keine Altersgrenze nach oben, genau. Wir haben nämlich letztens mal auf DSDS reagiert und da hat Menderes gesagt, ja, ich bin 24. Und da meinte Dieter, ja, dann darf er ja nur noch 6 Mal mitmachen. Bis zum 30. Lebensjahr. Und jetzt ist diese Altersgrenze nach oben aufgehoben. Und wir haben schon gerade gesehen, einfach einen 92-Jährigen mit Krückstock. Wenn ich wüsste, dass ich wie sie werde, dann will ich unbedingt 92 werden. Geil. Und wir brauchen auch die jungen, freshen und phänomenalen Kandidaten. Let's go. Was wäre DSDS ohne Kandidat? Bei der Vorstellungsrunde, bitte bück dich mal und tanz, also... Egal, weiter. Die ans Herz gehen. Das ist diese Schlagersängerin, ne? Beatrice Egli, oder? Wen lieben wir alle? Natürlich die Kandidaten, die crazy sind. Was geht ab, Leute? Das ist Loredana 2.0. Na, auch hier? Ja. Da kennt ja jeder. Oh, hell no. Oh, was erwartet uns denn jetzt schon wieder? Oh, was holt... Ein Jahr brauche ich's noch. Du hast einfach Scheiße gebaut. Kommt jetzt. Was ist denn hier los? Power. Das ist nicht dein Ernst. Money and the power. Also, boy, Alter. Oh, was? Money and the power. Also in deiner Stimme ist die Power auf jeden Fall nicht zu finden. Guck mal, ich habe hier meinen Buzzer. Und wir sind hier nicht beim Supertalent, das ist ja eigentlich eine Supertalent-Sache, ja, keine DSDS-Sache, dieser Buzzer. Aber wir brauchen ihn. Ich glaube, dass wir ihn brauchen, weil das wird hart. Diese Staffel wird absolut hart mal wieder. Schwede. Geh, ich mach nicht mehr mit. Ja. Nee, das mach ich nicht. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Los geht's mit der ersten Kandidatin. Ich freue mich so auf diese Staffel, ja. Los geht's. Ganze Folgen seht ihr auf RTL Plus. Wir ziehen um nach Frankreich. Im Europapark kann man 17 Länder besuchen, alle an einem einzigen Tag. Wir sagen Bonjour zur ersten Sängerin. Hi. Bonjour. Hallo. Hi. Hallo. Ja, ich bin Lisa, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Mainz-Bischofsheim. Okay, Lisa. Also sehr quietschige Stimme, sehr piepsige Stimme, aber die Sprechstimme hat ja nicht immer was zu sagen, wie tatsächlich am Ende die Gesangskünste sind. Ja, deswegen geben wir natürlich Lisa hier eine faire Chance. Ja, los geht's. Du hast aber eine komische Stimme, ne? Hey Leute, ich mach mit bei DSDS dieses Jahr. Und es wäre schön, wenn ihr mich vielleicht einfach mal so ein bisschen mir zuguckt und wenn ihr Bock habt, hört mich einfach an. Die ist einzigartig. Ja, okay, die Jury hört das jetzt auch schon. Da ist leichter Pieps drin. Sie hat gerade auch Werbung gemacht. Im Europapark hat die Leute nicht, also nicht so richtig viel gejuckt irgendwie. Ja. Einzigartig, genau. Unvergleichlich. Genau, richtig. 3, 2, 1. Just watch me dance. Ich bin bei den Frankfurt Universe Cheerleader. Ich bin halt bei DSDS, weil meine Familie sagt, ich habe eine Engelstimme. Hatten wir schon einige Male, dass die Familie gesagt hat, ja, du hast eine tolle Stimme und dann hat sie gesungen. Und die Öffentlichkeit bzw. die Jury hat das dann so ein bisschen anders gesehen. Wir schauen mal, ob du tatsächlich die Gesangskarriere einschlagen kannst oder ob du lieber beim Cheerleading bleiben solltest, ja? Echt? Ja. Ich kann halt einfach wirklich mit meiner Stimme viele Menschen zur Gänsehaut bringen. Gänsehaut? Gänsehaut sind große Worte. Ihr wisst, man kriegt Gänsehaut, wenn es wirklich sehr, 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 sehr berührend ist. Ich krieg schnell Gänsehaut. Wenn ich was Berührendes wirklich gucke, kriege ich schnell Gänsehaut. Und wir sind jetzt wirklich gespannt, ob ich hier auch Gänsehaut bekomme, ja? Dein Repertoire, was magst du für Musik? Was für einen Style? Ich bin eigentlich für alles offen. Ich bin eine gute Mischung von allem. Lisa Klimm, 31, Grundschulsekretärin aus Bischofsheim. Was ist denn eine Grundschulsekretärin? Die einfach im Sekretariat sitzt, ne? So, und einfach bedient und in der Grundschule. Okay, ja, süß. Gib mir was und ich sing's dir. Das ist schön. Ja, sie lacht auf jeden Fall viel. Sie macht eine sympathische Ausstrahlung, ja? Das kann alles. Okay, let's go, Lisa, komm. Du? Ich habe 3 Songs für euch mit. Ich habe von Sarah McLachlan Angel, dann habe ich von Dua Lipa Training Season und ich habe noch von Soulja Boy, habe ich noch Turn My Swag On. Ja, kannst du damit vielleicht anfangen? Sehr gerne, mit Turn My Swag On? Ja. Super gerne. Soulja Boy? Mit der Piepstimme? Lisa! Ja, ich hab Gänsehaut, aber nicht vor Berührung. Was ist das denn? Da kann dir doch nicht auf Ernst irgendjemand gesagt haben, das klingt gut, nicht böse gemeint. Wir sind hier nur realistisch. Du bist ins Fernsehen. Du hast ja nicht nur Fernsehzuschauer, sondern du hast ja auch viele Zuschauer hier aus dem Europapark. Du gehst ja in gewisser Weise in die Öffentlichkeit vor ein gewisses Publikum. Aber Lisa, das ist doch, also das ist doch gar nichts. Oh nein. Und das ist unser erster Auftritt. Ich weiß nicht, ob wir uns diese Staffel antun. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und was sagt die liebe Mama? Super. Also sie kann alles singen, sie kann alles tun. Guck mal, nur seinen Gesichtsausdruck. Aber sie wirkt auch gerade etwas gequält irgendwie. Also, es ist ja, man möchte ja Menschen nicht verletzen und nicht böse sein. Da kann ich die Mutter ja auch verstehen, dass sie nicht ihrer Tochter was Böses sagen will und sie irgendwas ausreden will. Vielleicht denkt die Mutter das wirklich, aber an seinem Gesicht kann ich wirklich erkennen, dass er sich so denkt, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Das kann ich doch, das sehe ich doch auf 100 Metern, dass er ein bisschen in die Zähne zusammenbeißen muss, der Kollege Schnürschuh hier auf links. Ach du, also wirklich. Also das ist ja nicht mal in irgendeinem Mischbereich, das ist einfach, also die Stimme passt nicht, da ist kein Rhythmus, das ist völlig, also da ist gar nichts. Sorry, ich bin ja auch kein Musikprofi, Leute. Ne, aber es ist ja auch nicht meine erste DSDS-Reaction. Das, nein. Stolz, mega stolz, ja. Mega stolz. Gucken die gerade den gleichen Auftritt? Gucken die gerade das Gleiche oder gucken die was anderes? Haben die gerade mega... Also, sorry. Oder okay, die Jury lacht auch ein bisschen. Vielleicht bin ich auch komplett falsch. Wir hören mal weiter. Vielleicht liege ich auch einfach komplett falsch. Okay, dankeschön. Das hat mit Musik relativ wenig zu tun. Das wird nichts. Hobbymäßig kannst du das machen, aber für die Bühne ist das nichts. Ich fand's gar nicht gut. Okay. Ja, das ist natürlich hart jetzt für sie. Ne? Das sind natürlich 4 Schläge jetzt so, aber das muss ihr einfach, das muss ihr einmal deutlich gesagt werden, dass das lieber beim Cheerleading bleiben müsste. Dass die Gesangskarriere auf jeden Fall ein bisschen nach hinten geschoben wird, ja? Kein Autotune mehr, dann macht er nur noch rot, zeigt er rot an und weiß nicht mehr, wo er welchen Ton... Du kannst wirklich nicht singen. Das ist hilflos. Vielleicht gibt es nicht Menschen in deinem Umfeld, die ehrlich mit dir sind. Ja, okay, langt jetzt auch. Reicht jetzt. Also sie will, also... Ja. Ui. Aber du warst im Takt, immerhin das. Das ist okay, du warst hier, hat Spaß gemacht. Okay, alles klar. Viermal nein. Die sind wirklich enttäuscht. Hä? Danke dir. Danke. Ja, trotzdem, ist sympathische Person. Ciao. Aber was gesangsmäßig angeht, ein bisschen verblendet, ne? So. Sorry, nicht böse gemeint. Meine Damen und Herren, der goldene Botox 2024 geht an Florian. Eigentlich nichts, worauf man stolz sein. Der goldene Botox für die meisten Silikonimplantate in Deutschland. Florian Ratheuke. Ist Flo unser nächster Kandidat jetzt hier, oder was? Sollte. Und was kostet der Spaß? Brust $10.000, Sixpack $15.000, Arme $7.500, zweimal Nasenoperationen, Liplifting. Also ich würde jetzt mal... Was ist das für eine Rechnung? XY hoch 10. Summa summarum vielleicht schätzen $70.000 oder $80.000. Ja, wow! Sixpack operieren, das ist... Sixpack und Brust operieren ist für mich halt so... Das kann man halt durch Sport schon erreichen. Es gibt manche Dinge, die kann man, egal wie viel Sport man macht, die kann man an seinem Körper nicht verändern. Und da ist eine Operation auch eigentlich unnötig, aber... Dieses kann man nicht verbessern. Aber Sixpack und Brust kann man ja durch ein bisschen Fleiß, Disziplin im Fitnessstudio erreichen. Wird operiert für 15.000. Mach mal. Wo hast du die ganze Kohle her? Mal hier und da in die richtige Aktie investiert und eben durch meine Hellsicht. Wow. Ja, genau. Ich hoffe, du hast... Hellsicht. Er ist Hellseher. Hat er vorher erzählt, er ist Hellseher. Er hat hier Gucci-Schlappen an. Ey, da bin ich sehr gespannt. Also ganz wilder Auftritt, glaube ich. Mal schauen. Auch in den Gesang investiert, Zeit und Vorbereitung. Ja, das hoffe ich auch, ja. Anstatt in Operationen, dass er vielleicht Gesangsunterricht oder irgendwie viel Zeit zumindest in den Gesang, damit wir hier eine schöne Performance kriegen. Ja, damit mein Video ein bisschen schönes Feuer bekommt. Ne? Ich hätte ja auch schon früher herkommen können, aber ich habe gedacht, wenn ich herkomme, dann will ich auch wirklich 150% geben. Geil. Und wenn ich schon hier bin, dann soll es auch der Oberburner werden. Der Oberburner, perfekt, finde ich gut. Ja, vielleicht hat er vor ein paar Jahren schon überlegt, war aber gesanglich noch nicht so bereit dazu und hat jetzt gesagt, okay, 2024, ich fühle mich bereit, let's go. Und das ist vielversprechend, ja? Und ich glaube, das ist es jetzt geworden mit der ganzen Übung. Deswegen, okay. Ja. Ja, dann lass mal starten, oder? Also pass auf. Ich bin auch Hellseher. Okay. Aber nur als Hobby. Ich sehe hell. Ich glaube, dass du überhaupt nicht singen kannst. Meinst du? Ja. Ja, aber wieso das? Du hast ja noch gar nichts gehört. Ich werde dir jetzt beweisen, dass ich ein guter Hellseher bin. Okay. Dieter, das sagt Dieters Menschenkenntnis. Aber, Freunde, ich sage das ja auch immer, wir versuchen hier nicht vorschnell Schlüsse zu ziehen, ja? Wir gucken einfach mal. Oder du beweist mir das Gegenteil. Oder ich beweise dir das Gegenteil. Ja. Genau. Und das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Was willst du denn singen? Ich will heute singen von 24Tim Ice Cream. Geil. Hier darf jeder singen, was er will. Okay. 24Tim will er singen? Habe ich auch einige Reactions auf ein paar Songs von ihm gemacht, ich weiß nicht, auf 2, 3 Songs oder so. Okay, dann kann ich starten, ja? Ja. Ich will ganz groß in Deutschland rauskommen, koste es, was es wolle. Und ich muss sagen, ich hatte heute Morgen so einen intensiven energetischen Impuls und deswegen garantiere ich heute für gar nichts. Einen energetischen Impuls? Was kommt denn jetzt? Oh. Also wenn Auftritte so losgehen, erfahrungsgemäß, er kann uns noch vom Gegenteil über... Erfahrungsgemäß, wenn Auftritte so losgehen, Katastrophe. Sich das schon auszuziehen, bevor man überhaupt einen Ton gesungen hat. Konzentrier dich doch lieber auf den Gesang, lass dich angezogen. So, in den Motto-Shows könnt ihr noch Gas geben, könnt euch noch eine geile Performance ausdenken, aber beim Casting solltet ihr eher vom Gesang überzeugen. Holla! Nein. Ja, da stehen auch Kinder. Na, lass die Hose. Bitte, lass die Hose an. Bitte. Da stehen Kinder im Park. Ein Freizeitpark, das ist eher ein junges Publikum. Bitte, lass die Hose an. Ich habe deinen Namen vergessen, aber bitte, lass sie an. Bitte. Oh. Ja, die Leute buhen. Da werden 2 Schichten ausgezogen. Ja, komm. Splitterfaser. Das kann nur ein Trash-Auftritt werden. Weil der Fokus gar nicht auf Singen liegt, sondern hier auf irgendwelche Ausziehgeschichten, ja? Was man eingekauft hat, muss man auch zeigen. Da ist so viel, was ich an dir mag. Oh, hell no. Ich will das eigentlich skippen. Meine Kurven weich, deine Blicke scharf. Du bist viel zu süß, doch ich gebe nach. Tust mir nicht gut, I don't give a fuck. Ich lieg in der Sonne, 39 Grad. Florian Ratheuke, 26 Jahre, singt Ice Cream von 24Tim. Brauch dich jetzt bei mir, du bist so kalt und zart. Gib mir ein D, gib mir ein A. Gib mir ein da, 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 I don't give a fuck. Oh, was ist das denn? Da, 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 I don't give a fuck. Also was hat der erwartet? Was ist das? Der zieht sich da aus. Der weiß doch, dass so eine Reaktion kommt. Oder hat er gedacht, dass das abgefeiert wird? Und gesanglich ist das ja auch nicht gut. Bei diesem Song ist es eh, glaube ich, schwierig, gesanglich zu überzeugen, weil es gibt halt Songs, wo ein bisschen die Stimme mehr rauskommt und ein bisschen weniger rauskommt. 24Tim Songs weiß ich jetzt nicht, ob die so ideal sind dafür. Aber das, meine Damen und Herren, das ist wirklich nicht schön. Oh, nein! Wirklich! Ich flieg später weg. Ich bin heute gut drauf. Ich bin extra früh aufgestanden. Es ist 9:45 Uhr. Es ist 9:45 Uhr. Ich bin früh aufgestanden. Und das ist mein erstes Video, was ich heute drehe. Ich drehe ein paar Videos mehr für den Urlaub. Und das ist mein erstes Video. Und ich will nicht so in den Tag starten. Bitte lasst ihn drinne. Lass ihn bitte eingepackt. Ich habe nur diese Bitte. Oh, was holt der da jetzt raus? Ich möchte das nicht sehen. Nee, das ist wie ein Unfall. Man will nicht hinsehen, aber man muss einfach. Kinder, bitte in die zweite Reihe, bitte. Der cremt sich jetzt damit Sonnencreme ein. Ich hoffe, dass das Sonnencreme ist. Beim besten Willen. Heiß. Sag mir doch bitte endlich, wie du heißt. Das wäre so nice. Ich kann der Versuchung nicht mehr widerstehen. So viele Sorten, du kannst mir alle geben. Gib mir ein D, gib mir ein A, gib mir ein Da, 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 Da. Könntet ihr bitte diesen Auftritt jetzt unterbrechen? Dieter hebt doch sonst bei jedem zweiten Auftritt die Hand. So, Schluss jetzt. Nein, die lassen den machen. Loredana will da gar nicht hingucken. Ich auch nicht. Das ist, wie gesagt, das ist wie so ein Unfall. Man will nicht hingucken, man muss aber. Guck mal, was ist das hier? Wie alt ist dieses Mädchen hier? Da, da, I don't give a fuck. Danke. Danke. Danke, Dieter. Danke. Pass auf, eine Frage. Wie fand ihr das? Also, alle fanden das scheiße? Ja gut, aber die Leute jetzt hier zu fragen, ist ja ein bisschen was fürs Kleinbürgertum, oder? Ja, aber sie bilden ja den Durchschnitt ab, auch was Leute vom Fernseher denken könnten. Klar, hast du recht, man müsste, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig. Schreibt gerne mal eure Meinung jetzt in die Kommentare zu diesem Auftritt. Ich glaube, da sind wir uns aber alle einig. Also das würde ich jetzt hier nicht als Kleinbürgertum bezeichnen, ja? Ich bin über diesen Auftritt zutiefst erschüttert. Er hat euch alle beleidigt eben, ja? Kleinbürgertum. Das ist sehr schlau, wenn man so auftritt und alle erstmal das Publikum beleidigt. Du kannst ja noch nicht mal gar nichts. Eigentlich hast du noch nicht mal verdient, irgendeinen Kommentar von uns zu bekommen. Findest du? Ja, das findest du? Der ist erschrocken über diese Reaktion. 50% gegeben. Pass auf, 150, ja, warum hast du denn nicht 200 gegeben? Ich hatte nichts erwartet von dir. Okay. Null. Okay. Ja, aber du hast das mit 100.000% noch unterboten. Ja, ich habe auch nichts erwartet und wurde enttäuscht. Ja? Und die Scheiße an der ganzen Sache ist, dass du dich wirklich voll, aber wirklich voll... Wo sind eigentlich Dieters Falten? Das ist auch crazy, ne? Ich meine, wie alt ist dieser Mann? Klar, da ist ein bisschen nachgeholfen und wahrscheinlich noch im Fernsehen ein Filter drauf. Aber das ist verrückt. Der sieht in den DSDR-Staffeln vor 15 Jahren, sieht er älter aus als in der Staffel 2024. Aber sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt, ne? Wenn er... Ne? Sei ihm gegönnt. Sowohl hier als auch im Fernsehen blamiert hat. Also ich fand mich der Oberburner. Also, ich fand mich der Oberburner. Das ist eine crazy Aussage. Oberburner ist crazy. Aber Beatrice, du fandest mich doch toll. Das geht gar nicht. Ich weiß, dass ich gewinnen kann. Wie wird überhaupt ein Sixpack operiert? Ist das Silikon auch oder was wird da reingeflanscht? Außergewöhnlich schlecht. Ja, aber guck mal, du musst das so sehen. Das war doch toll heute hier. Ich hab doch, ja, ich hab euch doch unterhalten. Ich hab die ganze Zeit nur dein Sixpack angeschaut und dachte, das kann man sich kaufen. Okay. Das sieht auch nicht richtig echt aus, finde ich. Okay. Ja. Dieter trainiert sich das an und schafft das auch so. Ja, aber Dieter steht doch auch auf Silikon. Oh. Ja, das ist Silikon, glaube ich. Oh nein. Hell nein. Du hast vielleicht ein bisschen unterhalten, ja. Aber das reicht auch. Also wir sind hier immer noch in einem Gesangswettbewerb, das will ich hier nochmal sagen, ja. Oh, Digga. Warum muss man denn immer irgendwas dazu sagen? Warum kann man nicht einfach zuhören? Sie gibt gerade ihre Meinung. Und du kannst erstmal zuhören. Eine Unterhaltung. Kann ja erstmal, nee, das ist keine Unterhaltung. Du musst sie erstmal aussprechen lassen und wenn sie fertig ist, dann darfst du reden. Okay. So macht man das. Nur weil du dich ausgezogen hast, heißt es nicht, du hast 150% gegeben. Für ihn ist das. Ausziehen ist gleich 150%. Bist du? 100%. Okay. Am Ende dann mit dieser Creme fand ich ganz, ganz schlimm. Für mich war es wirklich scheiße. Mit der Creme fand sie ganz, ganz schlimm. Hat sie persönlich traumatisiert. Okay. Ich fand es auch katastrophal. Ja. Ich weiß nicht, ob du es lustig fandest, aber es war auf jeden Fall nicht lustig. Also jetzt mal ohne Witz, ich verstehe auch nicht, was jetzt konkret an meiner Performance nicht gefallen hat. Ich glaube einfach, mit dir zu reden ist völlig sinnlos. Wir hätten einfach alle vier weggehen sollen. Okay. Beatrice? Nein. Nee, Loredana, gar keinen Fall. Viermal nein. Da bin ich jetzt schwer enttäuscht und da kann ich wirklich nur sagen, keine Empathie, kein Stil, kein Niveau und kein Anstand. What? Da hat er die Wörter auswendig gelernt, falls er nicht weiterkommt oder was? Die haben doch einfach die haben doch kein Niveau, kein Anstand, ohne Reverse. Dein Auftritt war halt einfach nicht gut. Der Superstar der letzten Jahre. Er ist der Superstar der letzten Jahre. Er hat tonnenweise Gold im Sack. 8-mal Platin und 1-mal Diamant. Doch Apache bleibt gleich. Ah, Apache. Also er bleibt gleich zu Hause. Macht nix. Wir haben unseren eigenen Kometen. Oh nein. Oh nein, wenn er schon so losgeht. 3, 2... 1. Boom. Die haben irgendwie mehr Animation auch wieder in dieser Staffel mehr eingebaut, ne? Das RTL-Schnittteam hat sich da wieder richtig ins Zeug gelegt, wie bei den alten Staffeln von früher, Leute. Macht euch bereit für Meeting. Der sieht sogar aus wie Apache. Hallo. Hallo. Diesen Style kenne ich irgendwoher. Apache. Ja, der kann. Apache, habe ich auch gerade gedacht. Ich kenne Apache nicht mal. Keine Ahnung, wer das ist. Ich sah schon vor Apache so aus. Apache hat dir nachgemacht, ne? Apache hat an mir nachgemacht. Ich wusste, das ist so, ich wusste, dass dieser Spruch kommt. Ich wusste es einfach, Leute. Meti 0815. Ich halt aus wie Apache, was soll ich machen? Los, 30 cm kleiner. Mindestens. Apache ist echt ein Riese. Ja. Oh, setzen ihn jetzt in eine Kinderachterbahn, weil er ein bisschen kleiner ist als Apache. Maximal 130 Zentimeter. Na, auch hier? Ich bin Schlinge. Süß. Was bist du sonst noch? Ich bin auch ein Alpha. Ich glaube, das weiß jeder. Ich bin ein Alpha und das weiß jeder. Oh, Mann. Bisschen Bodenständigkeit. Ist doch viel cooler. Ist doch viel cooler, wenn du bodenständig dich vorstellst und dann einfach alle vom Hocker haust mit deiner Performance. Anstatt da zu sitzen, du hast noch keinen Ton rausgebracht und sagst, ich bin Alpha. Das weiß jeder. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass du ein Alpha bist, persönlich. Und ich glaube, ich spreche auch für viele Menschen, die jetzt gerade dieses Video gucken oder diese Serie geguckt haben, die wissen das auch nicht zwangsläufig. Zeig einfach, dass ich ein Alpha-Tier bin. Dieses Alpha-Maskulin-Gelaber, ne? Geht ein Weg wie ein Alpha. Ja, Mann. Berlin, was geht ab? Seid ihr alle gut drauf, oder was? Berlin. Du hörst mich vorbeifahren an deinem Haus. Also er singt jetzt sogar Apache Breaking Your Heart. Es ist auch noch im Europapark, nur ein anderer Spot. Ich muss gerade einmal die ganze Situation zuordnen, weil ich habe nur diesen ersten... Das war furchtbar schlecht. Ich habe echt gerade ein bisschen erwartet. Klar, er hat ein bisschen prolliges Gelaber gerade gehabt, aber ich hatte ein bisschen Erwartung. Freunde, ganz kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Ich grüße ja mal 3 Leute in jedem Video. Grüße gehen hier raus an Lilly, an Queen Rainja und an Lena, wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst. Abonniere einfach diesen Kanal und schreib einen Kommentar. Falsche Tonart. Blickst aus dem Fenster heraus. aus dem Fehler, Baby, weißt du, was du da machst. Hä, ist irgendwas mit dem Mikro gerade falsch oder habe ich was mit den Ohren? Das ist, hä, das ist ganz durch, der sitzt gar nicht, hä? Was ist das? Ja, du willst es, doch ich bin nicht, was du brauchst. Du konntest schon so oft widerstehen, ja. Sowas hat dir noch nie imponiert. Da ist keine Power in der Stimme irgendwie. Doch noch nie sahst du so viele Pferde ziehen, ja. Was ist das denn, Mädchen? Hast du nicht einen von deinen Kollegen einmal gefragt, ob das gut klingt? Dann ist nix, mein Lieber. Und das direkt vor deinen Nasen. Ja, ja, komm. Danke, danke. Ah, ist nah. Sorry. Sorry. Du kannst ja gar nichts. Du kannst nicht im Rhythmus singen, nee. Du triffst die Töne nicht, du hörst das gar nicht, du spürst das gar nicht. Ich glaube, nee, dein Team hat dich verlassen, weil du so scheiße bist. Ja, das ist cool. Oh. Das Keyboard, ne? Ja. Spielt die ganze Zeit den Ton da. Ja. Den Ton. Und du singst immer an dem vorbei, du. Also, das ist schon krass. Scheiße. Da hat wirklich wenig gepasst. Ich weiß nicht, ob, auch wenn man da denn ist, vielleicht ist das mit dem Ton anders, mit dem Mikrofon oder so, aber ich glaube, darauf das zu schieben, ist ein bisschen falsch, weil dann würden ja mehr Leute reinkacken. Also, schade. Ich habe irgendwie gedacht, dass der wirklich Apache 2.0 sein könnte, aber nee. Meti 0815. Ja, also als du reingelaufen bist, hätte ich schon erwartet, dass du was kannst. Ja, ich auch irgendwie so diese Ausstrahlung, die er hat, habe ich auch gedacht, so, okay, der kann irgendwie was, aber... Hä? Irgendwie, aber dann wurde ich am Ende enttäuscht. Ja. Für hier auf jeden Fall, das bringt hier nichts. Nee. Ja, ich musste gerade überlegen, was schwächer war, der Rap oder der Gesang. Ist auf jeden Fall... Der Gesang. Ja, ich finde beides irgendwie nicht cool. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Yeah. Am Ende des Tages reicht es weder raptechnisch noch gesangstechnisch. Ich bin absoluter Apache-Fan. Ich finde, das ist wirklich so, wie der das schafft, alle Generationen zu verbinden und auch Musikrichtungen, die vielleicht vorher mit Rap nichts zu tun hatten, die ihn abfeiern. Du hattest Ähnlichkeiten mit einem Wolf, der nachts den Vollmond anbrüllt. What? Was ist das denn für ein Vergleich? Ja gut, der Arme, jetzt reicht. So, lass ihn jetzt nochmal nach Hause fahren. Ja, das war's. Also Beatrice? Nein. Loredana? Nee, Bro. Pietro? Nee, Bro. Viermal nein? Egal, ich war da, danke. Alles klar. Okay. Also, danke. Ja, danke. Er nimmt sportlich, okay. Er diskutiert nicht oder irgendwie, der nimmt sportlich. Okay, das ist, muss man immer, das muss man bei DSDS immer so wertschätzen, wenn jemand einfach so sagt, okay, ja, okay. Weil manche diskutieren, manche werden dann beleidigend, manche dies, das, jenes. Die stellen sich vor eine Jury, vor ein Millionenpublikum, wissen auch, dass das ausgestrahlt werden kann. Die gehen zu DSDS und beklagen sich dann. Ja, aber dafür gibt es ja eine Jury. Das ist ja nicht irgendwie so, die Show heißt ja nicht so, ey, du singst einfach und keiner sagt was dazu, sondern du weißt, dass dich danach 4 Leute bewerten und du weißt auch, dass ein Dieter Bohlen da sitzt, der manchmal harte Worte sagen kann. Ne? Und deswegen, aber der hat sportlich genommen. Ne? Ich hab's versucht, ich hab mein Bestes gegeben. Ich kann's eigentlich besser, aber die Hitze, alles drum und dran. Ja, die Hitze und alle, ja, ja. Eigentlich kann er. Hat aufgeschlagen, also. Egal, ich komme nächstes Jahr nochmal. Ja? Okay, das aber sympathisch. Irgendwie auf seine Art sympathisch. Der Komet, der ganz schnell nach Hause geht. Boah, die Animationen sind fies dieses Jahr. Einfach der Komet fliegt wieder rückwärts. Das ist hart. Und da bin ich so dankbar für, dass ich heute diese Chance habe, hier zu stehen. Heute wird Gas gegeben. Pietro Lombardi hat mich geprägt und ich hoffe, Luca Montante prägt euch jetzt auch. Ich kann das auch. Ich kann das auch und deswegen bin ich hier. Ich kann das auch, deswegen bin ich hier. Da kommt jetzt bestimmt mit Krieg der Löwen-Outfit. Was, der Löwe? Ja, hallo. Du bist der Löwe, ja? Oh, so, ey, wieso guckst du aggressiv? Was ist los? Ach, der guckt nicht aggressiv. Wow, der hat eine Mission, ne? Ist ein bisschen leicht aggressiv, aber mal schauen. Genau, war es gut? Ja, wo ich? Gut, danke. Du bist der Löwe oder was? Ja. Ey, Sternzeichen oder wie? Nein, Krebs. Krebs. Emotional. Ja, aber wie kommt das? RTL, was sind das für Animationen, Mann? Die machen wieder auf diese... Das war früher so. Und dann haben die es eine Zeit lang nicht mehr so krass gemacht mit diesen Animationen. Und das ist diese Staffel wieder krass, aber ich feiere es ein bisschen. Löwe? Weil ich ein Kämpfer bin. Ein Kämpfer. Kämpfer. Also sein Spitzname einfach, der Löwe. Weder sein Vorname noch sein Sternzeichen, ist einfach so sein Spitzname, weil er der Kämpfer ist. Ja, das finde ich gut. Hoffentlich. Was machst du sonst so, außer kämpfen? Ich habe eine Ausbildung als Mechatroniker gemacht. Okay, fertig? Ja, ja, habe ich fertig gemacht. Mit Abschluss und so? Mit Abschluss, ja. Super. War schwierig, aber habe ich geschafft. Ja, sehr schön. Und hast du einen Job schon? Ja, jetzt arbeite ich in der chemischen Industrie. War also mehr Zukunftsperspektive. Aber wenn du da so Perspektive... Ja, er ist sympathisch. Was, warum kommst du dann zu uns? Welche Perspektive ist das? Weil es mein Traum ist, seitdem ich klein bin. Ich habe gehört, du hast ganz oft hier Nein bekommen und die haben dich immer wieder weggeschickt. So wie Pietro damals. 6-mal, 7-mal? Ich glaube 6 oder 7 Mal. Am Ende des Tages... Stimmt, ey, Pietro war am Anfang selber Kandidat, ne? Der hat's irgendwie... Pietro hat halt eine sehr sympathische Art. Und eine sehr, sehr eigene Art. Er ist einfach sein eigener Typ so. Und der hat es einfach geschafft, dass er mehrmals in der Jury war. Und das Publikum ihn einfach so nimmt und er einfach immer wieder am Start ist. Und irgendwie die Jury mit ihm auch komplett wirkt. Weil so Dieter und Pietro sind so diese beiden Elemente. Loredana ist neu, Beatrice Egli auch Gewinnerin. Aber ist echt crazy. Und er war jetzt beim Forecasting und ist 6, 7 Mal nach Hause geschickt worden, oder was? Weil er war ja noch nicht im TV, oder? Immer beim Forecasting wurde er die letzten Jahre nach Hause geschickt. Crazy, crazy. Okay, diesmal ist er im Fernsehen tatsächlich. Wir haben ein Ziel, wir wollen was. Und deswegen finde ich das super, dass du gemacht hast. Hätte ich damals aufgegeben, ich gebe alles, ich gebe alles. Er hat ein Ziel, er ist fokussiert, feiere ich. Heute niemals hier. Und deswegen hast du alles richtig gemacht. Ich hoffe, dass ich, seitdem ich klein bin, ich habe da gesessen, jetzt sehe ich dich. Das ist einer meiner größten Träume, jetzt hier vor dir zu singen und ich werde alles geben. Komm her, mein Bruder. Er schreit darum. Ey, aber feiere ich. Der gibt auch, der will jetzt nicht so vor der Kamera sich jetzt einfach benehmen und ja und alles toll und so, ich bin so brav und sich verstellen, sondern nein, der ist so und der hat jetzt so einen Motivationsschrei und dann soll der da auch einfach schreien, feier ich. Ich will alles geben! Sag mal, hat er das öfter? Ja. Komm her, ich geb dir die Power. Du schaffst es. Gut. Gib Gas, ja? Dieser Hall gerade. So musst du sagen. Oi. Meine Mutter ist zu mir gekommen, ich war raus, die hat gesagt, du gehst da nochmal hin. Dann war ich da und habe es geschafft, jetzt bin ich hier und ich gebe alles. Jo, super. Was singst du denn für uns? Von Tom Odell, Another Love. Der singt sogar einen sehr emotionalen Song. Ich glaube, also ich bin jetzt nicht so into Sternzeichen, Freunde, aber Krebs ist ja eher so ein emotionales Sternzeichen, sehr sensibles Sternzeichen und das passt auch zu ihm, so dass er so gerade dieses fühlt und ich habe so oft versucht und so, der hat jetzt ja gerade schon fast die Tränen bekommen und singt sogar Another Love, was wirklich ein sehr emotionaler Song ist. Krass, er ist so voll kontrastreich, kommt so rein, hat so leicht aggressiv gewirkt, brüllt da rum, aber singt sowas voll Emotionales, aber ist besonders, also finde ich cool. Ehrlich? Ja. Ich meine nur, die Nummer ist, das weißt du schon, dass die Nummer mega schwer ist, oder? Ja, die ist schwer, aber irgendwie, ich finde es gerade voll, also genau, weil keiner damit gerechnet hat, dass er das singt. Damit hat doch jetzt keiner gerechnet, deswegen, ich bin voll gespannt, ob er das, weil ich mir irgendwie bei ihm vorstellen kann, dass man so das von ihm äußerlich gar nicht denkt und er gleich so voll gefühlsvoll, voll geil singen kann. Ja. Lass mich Another Love bitte singen. Ja, ja, klar. Ja, wir können alle singen, was sie wollen. Safe. Ja. Safe. Wir können auch 24Tim singen, wenn er will. Okay, let's go, Mann. Ich wünsche, bitte, bitte, verkack mich, bitte. Wir brauchen auf, vor allem, wir haben nur 3 Neins bisher gesehen, ne? Wir wollen jetzt einen guten haben, bitte. Bitte zeig, was du kannst. Ich habe mich so oft beworben. Es war wirklich mein größter Traum, dass er mich hörte. Ich kann das auch. Musik? Ja, genau. 1, 2, 3. Boah, ich bin so gespannt, Leute. Ich bin so gespannt. Es gibt kein Mittelding. Entweder es wird krank gut oder es wird katastrophal. Take you somewhere, say no I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils in a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna you make you feel alright. I'm just so tired to share my nights, and I wanna cry and I wanna love, but my tears have been used up on another love, another love. Oh, my tears have been used up on another love. Alter, bisher gefällt es mir gut. Ich will, sorry, dass ich immer reinsprechen muss, aber ihr kennt mich. Ich finde den Originalsong auch schon sehr, sehr geil, sehr emotional. Ich hatte gerade auf jeden Fall Gänsehaut, aber wir reden gleich weiter. Aber ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut schon. Another love, oh, my tears have been used up on another love. Okay. Ja, war geil, geil. Ich feiere diesen Kontrast, dass man gar nicht denkt, dass er so emotional singen kann. Dann hat er einfach eine Ausstrahlung, macht, wie er Bock hat und hat auch daran festgehalten, das zu singen. Vielleicht gibt's, also sicherlich gibt's da irgendwo Verbesserungspotenzial, aber ich finde, dafür, dass das eine schwierige Nummer ist, hat er das sehr geil gemacht. Bevor die Jury jetzt was sagt. Also, mich hat's voll erfasst. Ich habe auf jeden Fall Gänsehaut gehabt. Mich hat's gerade echt gepackt. Bin sehr gespannt, was die Jury jetzt sagt. Sehr gespannt. War mega eigentlich. Das war überraschend gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Fast gut gebrüllt. Danke. Ja, an dieser hier Gesichtsakrobatik muss noch ein bisschen arbeiten. Er war sehr angespannt. Er hat sich, aber das ist okay, weil er hat sich auf den Gesang konzentriert. Dann hat er ein bisschen gestarrt und hat die Bestätigung in den Gesichtern der Jury gesucht, weil es ja auch immer schwierig ist, welchen Punkt fixiert man jetzt, um sich perfekt auf seine Stimme zu konzentrieren. Manche machen ja auch beim Singen die Augen zu und deswegen. Aber das lernt er ja dann auch noch, ne, mit so Bühnenperformance und so. Das klang so ein bisschen so, als wenn dir irgendwas quer sitzt da. Hast du prima gemacht, Kompliment. Danke. Er weint! Ich hab's doch gesagt, das ist ein Sensibelchen. Das denkst du nicht, aber das ist ein Sensibelchen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, um ehrlich zu sein. Du bist gerade mein Favorite für mich. Ich glaube, es würde auch uns Spaß machen, wenn du im Recall kommst und wir dich da sehen und, und deinen Kämpfergeist sehen und kennenlernen. Danke. Ich sehe in dir komplett mich, weil an mich hat niemand geglaubt, genau wie an dich. Es ist die gleiche Geschichte. Ich war beim Casting, jeder hat mich nach Hause geschickt. Ich bin nach Hause gekommen. Ich hab mich... Oh, wie süß, dass er weint. Ich schwöre, das ist wirklich süß. Ich schien zu Hause zu sagen, ey, ich bin das 5. Mal jetzt nicht weitergekommen. Und irgendwann bin ich hingegangen und mein Kämpferherz hat mich nie im Stich gelassen. Ich hatte das Bauchgefühl, auch wenn keiner an mich glaubt, gibt es vielleicht den einen, der an mich glauben wird. Und in dem Fall war das Dieter. Ich kenne dich nicht lange, aber ich bin so stolz auf deine Leistung. Danke. Wirklich, du bist ein ganz großer... der weint wie ein Schlosshund. Und ich muss dich jetzt in den Arm nehmen, weil das ist meine Geschichte. Ich glaube nicht, dass es gerade passiert ist. Das ist meine Geschichte. Du bist ein Kämpfer. Und du hast es richtig gut gemacht. Ich würde alles geben, Mann. Gib Vollgas, ja. Super, wirklich. Mach genauso weiter. Ich wusste gar nicht, dass der erst so emotional sein kann. Ja, 4-mal ja. Luca! Aber bei mir ist so, wenn ich jemanden weinen sehe, dann habe ich immer so, wenn ich jemanden sehe, der traurig ist. Das ist für mich schlimmer, als wenn ich was actually Trauriges sehe. Sondern wenn ich jemanden weinen sehe und dann auch mit dem so ein bisschen sympathisieren kann, dann werde ich auch traurig. Also deswegen, ja, starkes Ding, wirklich. Cooler Typ. Der Gewinner der Herzen. Ich würde nicht eine Sekunde schlafen. Nicht schlafen, ne? Doch, schlafen ist wichtig für die Stimme. So ab 22 Uhr kannst du, aber vorher nachbleiben. Jawohl! Jawohl! Ich bin ein Löwe, ich bin ein Kämpfer! Viel Spaß noch. Geil. Boah, ich habe so ein Gefühl, das wird eine nice Staffel. Das wird eine geile Staffel, Leute. Ich bin so stolz auf mich. Was? Ich hab ein Mikro vergessen abzugeben. Ich hab den aus Versehen mitgenommen. Das macht nicht, kannst einfach hier hinlegen. Wo waren wir? Wo waren wir? Rico! Ich bin ein Löwe! Der Löwe mit den schönsten Tränen. Oh. Wie war das, Habibis? Hast du gut gemacht. Und das ist das Logo von Looney Tunes, ne? Oder wie das heißt? Geil, Leute, das war's mit dem heutigen Video, mit der ersten Folge von DSDR Staffel 21. Lasst gerne eine Bewertung da. Es kommt jetzt hier jede Folge kommt hier auch ein Upload. Danke fürs Anschauen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind andere coole Videos. Vielen Dank. Mein Name ist El Margo. Mats, nennt mich, wie ihr wollt. Bis morgen zu einem neuen Video. Ciao.